Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Wir haben jetzt zwei Wege, die nach unten führen. Übrigens hat es da vorne noch geplinkert. Oder nicht? Nee, doch nicht. Dann gehen wir mal erstmal den unteren. Keine Ahnung warum. Ist einfach so ein Grundgefühl dazu. Guten Tag, Jan. Hier ist ja mal richtig Party. So. Schnauze. Ach, wer bist du denn hier? Auf jeden Fall jemand, der tot ist. So soll es sein. So. Da. Der steht auch noch so in der Gegend rum. So. Also bisher gestaltet sich Melmus recht simpel. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Aber das kann sich auch bei dem Spiel, haben wir schon mehrfach erlebt, auch echt ratzfatz ändern. Also von daher abwarten. Was soll denn der Scheiß hier? Heldenmonster getötet, so soll es sein. Das hat, ach, nichts hat er fallen lassen. Da auch ein bisschen was. Ich war übrigens immer noch nicht verticken. Falls jetzt also irgendwas Besonderes kommt, dann freue ich mich zwar. Aber dann würde ich irgendwas anderes wegschmeißen. Noch ein Heldenmonster. Sag mal. Ist jetzt gut hier. Schnauze. So. Eine Essensration. Seltener Schild. Nö. Aber die kann man mitnehmen. Tja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Item gefunden habe, über das ich mich echt gefreut habe. Das ist wirklich lange, lange Zeit her. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, weil die Gegner sind meistens so 5 Level über mir. Nicht, also hier zum Beispiel sind sie jetzt nicht über mir. Aber es gab schon Phasen, da waren die locker 5 Level über mir. Und es fiel einfach nichts. Ich habe da echt zurzeit kein Glück oder schon länger kein Glück mehr. So. Das macht es manchmal ein bisschen ärgerlich. Da prügelst du dich mit Bossgegnern rum und hast da nichts von. Da fällt nur scheiße grünes Zeus, das kein Mensch braucht, mit dem ich auch wirklich gar nichts anfangen kann. Das weder rüstungstechnisch noch sonst irgendwie. Ach ja, ach, wir sind glaube ich in der Nähe von unserer Base, wo wir hin sollten. Würde ich mal so sagen. Komm, lass mal. Haben wir's? Wer oder was schießt denn hier auf wen? Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein Portal freigeschaltet. Was ja grundsätzlich erstmal was Gutes ist. So, dann gehen wir hier mal rein. Ach, hier. You better have a damn good reason to be here, before I assume you're just another Ethereum. You're not from Malmuth, though. I know. Ich wurde dann mal her. Was ist das überhaupt für ein Ort? Wir sind die letzte Pocket von freien Menschen in unserer einst großen Stadt. Die meisten von uns, inklusive mich selbst, sind Remnants der Stadtgarde. Wir tun unser Bestes, um zu überleben. Mostly by scavenging where the ethereals are thinnest. But those opportunities are quickly becoming few and far between. Ja, die Schwarze Legion ist übrigens schon unterwegs. They survived the carnage in the capital? I suppose if anyone was gonna pull through, you could count on the enemy. Der Weg ist sicher. But if it's true, the best way into the city proper would be through the Candle District. The bridge was raised following the attacks, but the controls should... So. Da da da. Nein, das war jetzt nicht der Plan. Ach, leck mich doch am Arsch. Da wollte ich doch jetzt gar nicht rein. Verdammt nochmal. So, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Außenbezirk war Malmus, genau. So, jetzt nochmal und diesmal da nicht reinmarschieren. So was Doofes. So, machen wir mal einen großen Bogen drum. So. Tülülü. And you are? Ich bin von der Schwarzen Legion und hier, um zu helfen. Where were they when the city burned? Where were they when our people were forced to flee into the sewers? Where were they when we watched our children get turned into moths? That may be true, but do not expect me to leap for joy. Ja, bla, Zicke.
Gut, jetzt verticken wir mal eben. Normalerweise mache ich das ja immer zwischen den Folgen, aber passt jetzt halt gerade mal nicht. Nein. Den behalten wir erstmal, weil blau. Und dürfte aber trotzdem nichts besser sein. Ja, von der Rüstung her schon, aber Rüstungsschaden, ja, nee. Würde mir zwar überaus wachsam bringen. Ja, 2-Fernkampfwaffe. Ach ja, nee. Ist alles nicht so prickelnd. Bla, K-Schaden interessiert mich nicht. Bla, bin ich zu klein für. Kälteschaden interessiert mich nicht. Wir können ja übrigens nochmal so machen, falls da noch irgendwas ist. Die Hose hat zwar mehr Rüstung, aber nein. Der Helm. Nein. Was ist mit diesen Arm hier oder den Handschuhen? Nö. So. Feuerschaden. Chaosschaden. Nein. Halt. Essenzentzug verwenden wir nicht. 17% Elementarwiderstand ist natürlich nicht so scheiße, aber hier haben wir 15% und ansonsten bessere Stats drauf. Das Ding kann eh gleich erstmal weg. Brauchen wir auch nicht. So. Da hat mehr Rüstung, aber Blitzschaden interessiert mich nicht. Elementarschaden und Durchschlagschaden brauche ich nicht. Nee. Nee. Handschuhe. Elementarschaden. Nice, aber nein. So, das müssen wir gleich mal lernen. Blaue Pistole. 67 Konzentration, 59 Verteidigungsqualität, 7% Laufgeschwindigkeit. Das sind so ziemlich die identischen Stiefel. Bisschen mehr Ether-Widerstand, bisschen Verlangsamungswiderstand, plus auf Blitz, ja bla. Selbe Rüstung, tschüss. Nee. 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 Schwere Schultern, aber mit Säureschaden brauchen wir nicht. Sowieso nicht. Sowieso nicht. Nüpp. Seltener Schild. 31%, kann 1200 Schaden. Macht aber nein. Nö. 36 Lebenskraft, Verfallschaden für 3 Sekunden. Den macht aber Kälteschaden, interessiert mich nicht. Nee. Nö. So. Da haben wir noch jede Menge blaues Zeug, das lassen wir wie es ist. So, und dann möchte ich mal ins Inventory. Und möchte mir zumindest den Plan mal eben angucken hier. Aha, eine Schrotflinte, ein Traum. Ich glaube, da war sonst auch kein Plan mehr. Doch, hier ist noch einer. Wir können jetzt verdorbenes Herz herstellen. Traumhaft, so. Dann haben wir das auch durch. Jetzt nochmal gucken. Dem können wir mal eben was geben. Ja, ja, habe ich. Ich brauche mal eben ein bisschen Platz hier. So. So und so. So. Das kann auch weg. Jo. Damit haben wir dann mal dezent aufgeräumt. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Ich meine, so der Versuch war da. Das muss man mir ja zugute halten. Also so ist das ja nicht. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ah,
bereits erlernt, bereits erlernt. Ich weiß jetzt nicht. Bereits erlernt, kann ich nicht sehen. Aha. Wir sind da auf jeden Fall geehrt. Aber nicht verehrt. Okay. Ist da irgendwas dabei? Säureschaden, Bücher brauchen wir sowieso nicht. Blitzschaden, Feuerschaden, Elementschaden. Durchschlagschaden wäre zwar nett, aber nicht wirklich zu gebrauchen. Wenn ich mir die Waffen... Nein, Blödsinn. Nimm den Scheiß wieder zurück. Wundschaden, Verbrennungsschaden, Elementarschaden, Ätherschaden. Habe ich überhaupt auf der Waffe? Physischer und Lebenskraftschaden. Chaosschaden, Chaosschaden, physischer Schaden. Nein. Ist ja nicht so, dass ich die Kohle so locker sitzen habe. Da ist jetzt auch nichts dabei. Kostet auch mal eben 88.000, aber ich weiß nicht, ob ich schon habe. Okay, ich probiere es einfach mal. Mehr als es verkacken kann ich nicht. Nein. Super. Dann können wir das wieder verticken hier, hoffe ich. Ja, mit dezentem Verlust. Ein Traum. Ein richtiger Traum das. Eher Albtraum. Mal wieder richtig schön Kohle verbraten. So. Ja, ja, ist klar. So, dann geht's hier mal tiefer in die Stadt. Lässt uns aber nicht der Sack. Okay, dann lass es doch einfach, Penner. Dann müssen wir doch da hinten durch. Nehmen wir. So. Ja. Dann können wir wohl erstmal... Willst du mich jetzt verkackeiern? Wollte ich doch noch mit Ulgrim quatschen. Wo ist Ulgrim denn? Wollte ich mich jetzt verarschen? Wo ist der blöde Ulgrim jetzt? Ulgrim, hallo. Wo ist Ulgrim? Toll, ich finde Ulgrim nicht. Da ist ja toll. Wo ist Ulgrim, der Heckenpenner? Juliana, Illusionistin. Ginny. Aha. Ach Mann, da steht da vorne der Penner. Ja, gut. Warum der da vorne steht, weiß auch niemand so genau. Aber wir tun das jetzt und reden mit Herrn Ulgrim. Hallo. Okay, eine Errungenschaft. Ich werde dafür sorgen, dass die Brücke runtergelassen wird. Und was willst du jetzt schon wieder? Und das wäre... Just take a look at the mutated brutes roaming the city. Klar. Wir werden die Wagen kaputt machen. Nein, 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 nein. Da wollen wir gar nicht durch. So, und jetzt müsste ich doch in der Theorie. Ja, ja, bla. Jetzt müsste der mich doch rauslassen, oder nicht? Okay.
nehmen wir, aber jetzt müssen wir, ja genau, hier kommen wir jetzt raus. Das drei Kerzenviertel. Naja, ihr Lieben, ja, bla, halt die Fresse. Was wollt ihr eigentlich? Wisst ihr auch nicht so genau, ne? Abgesehen von Prügel haben. So, jetzt aber meine Verabschiedung. Ihr Lieben, ich bedanke mich für euer Zuschauen. War heute nicht ganz so viel los, so ein bisschen durch eine Höhle durchgekämpft, nicht wirklich schwierig. Wir sind jetzt im Kerzenviertel, sollen irgendjemanden befreien oder wie auch immer. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.